Zahnfreundliche Ernährung ist einmal die Zuckerfreiheit, die in den Lebensmitteln gegeben sein muss. Zahnfreundliche Ernährung ist aber auch, dass es keine großen Säuren in den Lebensmitteln gibt. Und natürlich auch, wie häufig nehme ich etwas zu mir. Karies wird langläufig auch als Loch im Zahn bezeichnet. Karies entsteht dann, wenn bei einer unzureichenden Zahnpflege über einen längeren Zeitraum die Patienten Zucker konsumieren und die Bakterien den Zucker zu Säure umwandeln und durch die Säure der Zahnschmelz aufgelöst wird. Es beginnt eigentlich mit der Stillkaries, die sich in Form von kleinen halbmondförmigen Defekten am Zahn bemerkbar macht. Danach gibt es dann die sogenannte Flaschenkaries, die durch die Versorgung der Kinder über 24 Stunden mit Süßgetränken entsteht. Und danach natürlich dann auch noch die Karies zwischen den Zähnen, die dadurch entsteht, dass sich dort ein Biofilm sammelt mit Bakterien, der versorgt wird über Zucker, der in der Nahrung vorhanden ist und dadurch im Prinzip die Zähne angreift. Es gibt verschiedene Prophylaxemaßnahmen. Die eine Möglichkeit ist natürlich die Zahnreinigung, das heißt die regelmäßige Pflege der Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta mit Zahnbürste und natürlich auch ganz besonders wichtig, dass ich auf meine Ernährung achte. Der Verzicht auf Süßes ist nicht unbedingt nötig, aber man muss darauf achten, dass die Süßigkeiten, die man zu sich nimmt, zahnfreundlich sind und das wird einem heute sehr erleichtert, indem auf diesen Süßigkeiten das Logo der Aktion zahnfreundlich aufgedruckt ist. Das zeigt ganz deutlich, diese Süßigkeiten können ohne Reue genascht werden und da entsteht keine Karies. Zuckerfrei ist nicht automatisch gleich zahnfreundlich und um genau das zu unterscheiden, gibt es den pH-Telemetrie-Test, der eine standardisierte Untersuchungsmethode darstellt, um festzustellen, ob ein Produkt zahnfreundlich ist oder nicht. Wenn ein Produkt getestet wird, werden 4 Probanden benötigt, die eine Teilprothese im Mund haben, an der eine pH-Elektrode oder in die eine pH-Elektrode eingebaut ist. Mittels standardisiertem Test nehmen die Probanden dann die Nahrung, die getestet werden soll oder das Produkt zu sich und dann wird über einen Zeitraum von 30 bis 60 Minuten der pH-Wert im Mund des Probanden gemessen. Fällt dabei der pH-Wert unter den Wert von 5,7, der als kritisch anzusehen ist, ist das Produkt nicht als zahnfreundlich einzustufen. Bleibt der pH-Wert oberhalb von 5,7, dann ist das Produkt als zahnfreundlich einzustufen. Heute gibt es schon weit über 100 Marken, die das Logo der Aktion zahnfreundlich tragen, die damit ausgewiesen wirklich nicht zahnschädigend sind.